Vor 2 Tagen kam der DMZ diese 4 Blogposts und jetzt nach 2 Tagen kam jetzt nochmal der Community-Post und da haben sie noch ein paar Kracher rausgehauen. Und zwar kriegen wir Dailies. Ja, wir kriegen Dailies, alle 24 Stunden resetten, erkläre ich gleich mehr dazu. Aber daraus eine Folge ist, dass wir keine Mission mehr machen müssen, um Progress zu bekommen. Auch sehr, sehr krass, erkläre ich auch gleich mehr zu. Und wir wissen, wie wir unsere Waffenplätze freischalten. Diese Pay-to-Win-Panik, die wir auch hatten, dass wir Geld bezahlen müssen in Zukunft, um Waffenplätze freizuschalten, die ist Gott sei Dank weg vom Tisch. Zuallererst mal haben sie in dem DMZ-Community-Blog-Post-Update zur Season 4 gesagt, dass sie das Menü ändern. Yay! Ich meine, das Menü ist nun wirklich nicht das allerbeste in Call of Duty. Aber ja, tolle Nachricht, dass sie hier was updaten. Und zwar kriegen wir so ein paar bessere Zugänge, dass alles ein bisschen besser erreichbar sein wird. Zumindest im DMZ-Modus. Und zwar kriegen wir jetzt 4 Untereinheiten. Und zwar einmal die Missionen, dann map-spezifische Aufgaben, dann unsere Basis, also Zugriff zur FOB, zur Operations Basis. Und wir kriegen eine Notizeinheit. Das heißt, hier werden wir in der Zukunft unsere ganzen Briefe sehen können. Also die ganzen Notizzettel und so weiter, die wir in der Runde finden, die werden hier gehortet, sodass wir endlich mal die Geschichte zusammenreimen können, was wir da eigentlich die ganze Zeit lesen und wie das Ganze im Zusammenhang steht. Kommen wir jetzt aber zu dem großen Ding, und zwar die Basis an sich. Also die FOB, die Forward Operation Basis. Das ist eine Basis, in der wir sozusagen passive Upgrades kriegen, also Dinge upgraden, die uns sozusagen für den ganzen restlichen Verlauf in DMZ Boni beschaffen. Ziemlich cool. Und wir müssen diese Missionen für diese Basis nicht ausrüsten. Das sind also Sachen, die immer aktiv sind. Also haben wir irgendwas auf Stufe 2 freigeschaltet, dann kommt automatisch Stufe 3 und die Aufgaben, die wir hier erfüllen müssen, sind sozusagen immer aktiv. Man muss hier nicht die Missionen extra ausrüsten. Den Inhalt der Basis kennen wir schon einigermaßen. Das erste ist der Waffenschrank. Hier können wir die versicherten Waffenslots freischalten und die Anzahl der Slots vergrößern. Außerdem können wir den Kontraband-Waffenstash hier vergrößern. Dann haben wir den Stash an sich. Hier schalten wir die Geldbörse frei. Wir können jetzt also Geld horten und auch hier die Größe der Geldbörse steigern. Und wir haben den Keystash und den normalen Kontraband-Stash. Und auch hier können wir die Größe jeweils verändern, indem wir Aufgaben erfüllen. Der dritte Punkt ist jetzt das Bounty Board. Hier können wir sozusagen Boni freischalten für unseren Personal Exfil, also für unsere Exfiltration. Die Frage, ob wir die jetzt generell freischalten, also die Fähigkeit, diesen Exfil zu nutzen, oder ob der günstiger wird, das sagen sie hier leider nicht. Und genau dasselbe mit Handelsrezepten. Also Rezepte für die Buystation wird ebenfalls hier angegeben, entweder ist sie freizuschalten oder man kriegt sie günstiger eventuell dann in den Runden. Außerdem kriegen wir Rabatte für die Buystation, also Dinge werden da günstiger, je weiter wir hier in Bounty Board vorwärts kommen. Der 4. Punkt ist dann die Comstation, die kennen wir jetzt auch schon, und zwar kriegen wir hier die dringenden Missionen. Was aber neu ist, was wir noch nicht wussten, was sind dringende Missionen? Es sind tatsächlich Dailies, also tägliche Missionen, die alle 24 Stunden lang ablaufen, ganz egal, ob man sie jetzt erfüllt hat oder nicht. Super geil, also eine komplett neue Funktion mit den täglichen Missionen. Die Entwickler sagen jetzt dazu, dass das Ziel dieser ganzen Veränderung ist, das Skill Gap zu diesen schweren und hochleveligen Missionen zu schließen. Also zum Beispiel, dass man in Tier 5 die Missionen beenden musste, um den dritten Waffenslot freizuschalten. Das wird sozusagen erleichtert, indem man über Operationen, also über diese Daily-Missionen beispielsweise in der Basis, jetzt in Zukunft die Waffenplätze freischalten kann. Und hier ganz, 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 ganz wichtig, das bedeutet gleichzeitig, dass wir keine Pay-to-Win-Aktion haben für die Waffenplätze. Wir haben ja wirklich befürchtet, dass wir mit Geld die Waffenplätze in Zukunft freischalten müssen, was natürlich eine traurige Entwicklung gewesen wäre. Aber jetzt Entwarnung, also Waffenplätze, verraten sie hier, sind über die Basis freizuschalten, und zwar spielerisch. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Dailies. Das ist wirklich eine große Änderung, und zwar ist das so, dass diese Dailies für 4 Fraktionen verfügbar sind. Und zwar sind das die 4 Fraktionen, die jetzt noch übrig sind. Also wir kriegen eine neue Fraktion dazu, gleichzeitig verschwinden Fraktionen, also am Ende 4 Fraktionen. Und wir müssen für alle Fraktionen, die noch da sind, diese Dailies erstmal freischalten und können dann alle 24 Stunden diese Dailies für die jeweilige Fraktion spielen. Das Besondere bei den Dailies ist jetzt, dass sie Reputation geben. Sehr, sehr interessant. Wir haben also das Reputationssystem und nicht nur die Dailies bringen Reputation, sondern auch die Missionen selbst schalten Reputation frei. Das heißt, es lohnt sich jetzt sozusagen, im Nachhinein noch alte Missionen zu spielen, die wir vorher übersprungen haben, weil wir hier die Reputation bekommen, die wir eventuell brauchen. Also das Ding ist einfach, dass wir jetzt frei entscheiden können, ob wir Reputation über die Dailies bekommen oder über die Missionen, denn am Ende des Tages levelt das Ganze sozusagen unseren Missionsprogress. Das heißt, wir können sozusagen komplette Missionsabschnitte abschließen oder überspringen,
ohne auch nur eine einzige Mission gespielt zu haben, indem wir einfach die Dailies spielen. Also hier, wer keine Lust hat auf die Missionen, der spielt eben die Dailies. Wer keine Lust hat auf die Dailies, der spielt die Missionen. Also eine richtig große Freiheit für den Spieler, in den Missionen weiterzukommen, ohne sich sozusagen auf etwas zwingen zu müssen, machen zu müssen, was man vielleicht gar nicht möchte. Also insgesamt bis hierhin eine extrem gute Änderung. Einmal diese Missionsfreiheit, wirklich frei entscheiden zu können, was man machen möchte und was nicht. Und auch diese ganzen Freischaltungen in der Basis, die uns sehr viel spielerische Freiheit geben. Und man muss dazu sagen, was die Mission angeht, die alten Missionen sind ebenfalls teilweise abgedatet worden, verändert worden. Und es gibt viele neue Missionen. Und im Zuge dessen kommt jetzt hier die neue Fraktion ins Spiel. Wir kennen sie bereits, es ist die Phalanx-Fraktion. Also die Phalanx kommt dazu und bringt natürlich nochmal komplett neue Missionen rein. Aber da leider muss man dazu sagen, die Phalanx kommt und meine Lieblingsfraktion momentan, wirklich, die wirklich Spaß gemacht hat, es waren wirklich geile Missionen da drin, die verschwindet leider. Und sie sagen im Blogpost, wir wissen selber nicht, warum sie verschwindet. Es gibt keine Informationen darüber, wohin sie gehen, was passiert ist damit. Also die Geschwärzt-Mission ist weg. Leider. Also meiner Meinung nach die beste Fraktion. Leider verschwindet sie und wir wissen nicht, wohin sie kommt, aber vielleicht kriegen wir neue coole Missionen über die Phalanx. Am Ende des Tages sagen sie auch, dass die Phalanx selber mit der Black Maus kooperiert. Also sie arbeiten zusammen, weil sie herausfinden wollen, was auf Wondl passiert, auf der neuen Map. Da passiert irgendwas, irgendwer greift diese Insel an, also diesen Bereich an. Und Phalanx und Black Maus arbeiten zusammen. Und das heißt, am Ende des Tages haben wir jetzt schlussendlich 4 Fraktionen zu Start von Season 4. Bevor wir jetzt zu den restlichen News kommen, erstmal ein dickes Dankeschön an die ganzen Kanalmitglieder, die diesen Kanal hier besonders unterstützen. Vielen lieben Dank. Sollte euch das Ganze gefallen, haut gerne ein Abo raus, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und ein Like hilft unserer Arbeit auch ungemein. In dem Sinne, weiter geht's. Kommen wir zu den restlichen News, und zwar das erste ist die Geldbörse. Man behält jetzt also das Geld, wenn man exfiltriert, und zwar kann man Geld in der Höhe mit rausnehmen, in der man seine Geldbörse hochgelevelt hat. Also je höher das Level ist von der Geldbörse, desto mehr Geld bekommt man. Auf diesem Bild hier sieht man, dass es 100.000 sind. Wir wissen nicht genau, welche Stufe das ist, vielleicht ist das Stufe 1. Also mit Stufe 1 100.000 ist schon ordentlich. Es ist nicht zu viel, es sind keine Millionen, ist aber nicht so wenig. Also 100.000 ist schon ein ordentlicher Betrag. Ich verstehe da schon, dass man so diese Größenordnung wählt. Ist schlau, also ist auf jeden Fall ein schöner Wert. Und die Geldbörse selbst schaltet man natürlich in der Basis frei und die Größe erhöht man auch. Also ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir am Ende tatsächlich halten können, wenn wir die Geldbörse maximal gelevelt haben. Außerdem bestätigen sie auch mal für die neue Map, für Wondl, dass 6 Teams da sind. Das wussten wir ja bereits. Wenn jedes Team mit 6 Spielern reingeht, haben wir also 18 Operator auf Wondl, was ganz cool ist. Weil, wenn man bedenkt, dass Ashika ebenfalls 6 Teams hat und 18 Operator, dann ist es halt so, dass Wondl durch die größere Map-Größe natürlich dadurch viel langsamer wird. Und wahrscheinlich wird dadurch auch viel weniger PvP stattfinden. Das Ganze wird ein bisschen strategischer, ein bisschen langsamer. Und ich glaube, das ist genau das, was sehr, 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 sehr viele Spieler momentan wollen. Und ja, man hatte mehr Auswahl. Also wenn man Hardcore-PvP möchte, kann man momentan gut auf Ashika gehen. Und wenn man mit der ähnlichen Größe oder Anzahl an Spielern etwas ruhigeres Gameplay haben möchte, dann kann man jetzt auf Wondl ausweichen. Also es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, so wie es aussieht. Und was sie auch gesagt haben ist, der Name des neuen Bosses, wir wussten ja bereits, dass der Boss auf Wondl auf einem Fahrzeug sitzen wird. Wie das Ganze aussehen wird, das wussten wir jetzt nicht, ob es ein Panzer ist oder was auch immer. Aber mittlerweile wissen wir den Namen des Bosses und der wird hier mit Bullfrog bezeichnet. Also Bullfrog. Das schreit schon so, dass dieser Boss eventuell auf einem Amphibienfahrzeug unterwegs sein wird. Wir wissen ja, dass das neue Amphibienfahrzeug auf der Map Wondl erscheinen wird. Das TAV, 4 Spieler passen drauf, ist ein bisschen langsamer als normale Fahrzeuge. Ja, und es könnte was damit zu tun haben, weil dieser Name Bullfrog ist schon sehr, sehr merkwürdig. Aber irgendwie passt er zu jemandem, der in einem Amphibienfahrzeug sitzt. Außerdem kriegen wir für die Map Wondl noch eine neue Mission, und zwar Signal Intelligence. Das bedeutet, wir können jetzt Missionshandys hacken und da Geld abzwacken. Auch sehr spannend. Also bin ich gespannt, wie das ganze Gameplay verändert in Wondl. Schlussendlich haben wir noch den dynamischen Nebel.
also der dynamische Nebel, ist auch nochmal bestätigt, dass er nur in Wandel stattfindet. Es wird in anderen Modi auch Nebel geben, also im Battle Royale und Beutegeld, aber nicht so extrem wie in DMZ. In DMZ wird es kommen und gehen und vor allem wir werden die härteste Stufe haben. Also wirklich gar keine Sicht mehr durch den Nebel. Das wird es nur im DMZ geben. Und ja, man muss gucken, ob sich das Wetter verbessert oder verschlechtert. Also komplett random. Und die Spielweise auf Wandel wird sich dadurch auch verändern, sagen sie. Also ganz klar, dass es einen großen Einfluss haben wird auf das Gameplay in Wandel. Am Ende bleibt eine große Frage, nämlich wo the f*** ist Legion geblieben? Habt ihr Legion gesehen? Guckt euch gerne nochmal an, wenn ihr in irgendeinem Bild Legion gesehen habt. Es ist einfach, ich finde Legion nicht mehr. Und in der Beschreibung ist Legion auch nicht erwähnt worden. Zwar arbeitet jetzt Phalanx mit Black Moose zusammen, aber von Legion ist nichts gesagt worden. Es ist einfach weg. Entweder handelt es sich um Schreibfehler im Community-Blogpost oder um einen Druckfehler bei den Bildern. Oder ich habe es einfach übersehen. Wenn ihr wisst, was mit Legion ist, haut es gerne raus. In dem Sinne, ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego und hasta la vista.